Herzlich willkommen zur ersten Folge der Gaming News. Die Top-Themen des Tages: EVE Online, das Blutbad von BR5RB, Xbox, der Machinima-Skandal und schließlich noch: Uplay bietet Assassin's Creed 3 und 4 bei Vorbestellung von Elder Scrolls an. Das Blutbad von BR5RB. Bei EVE Online, der Weltraumsimulation, bei denen enorm viele Spieler beteiligt sind, ist es vor kurzem zu einer riesigen Schlacht gekommen. Ein System konnte Schutzzahlungen nicht bezahlen, woraufhin eine Allianz die Gelegenheit ergriff und dieses angriff. Eine weitere Allianz mischte sich ein, woraufhin eine riesige Schlacht entbrannte. Insgesamt sind die Zahlen dazu enorm beeindruckend. Diese zwei Allianzen kämpften insgesamt 21 Stunden lang in diesem System. Es waren über die Zeit hinweg 7500 Spieler beteiligt und zur Höchstzeit 2670 auf einmal. 717 sogenannte Corporations, also Spielergemeinschaften, ähnlich wie Gilden in anderen Rollenspielen, waren beteiligt, die sich zu insgesamt 55 Allianzen zusammengeschlossen haben und wiederum, also diese zwei obersten Allianzen, dazugehörten. Was die Schäden anging, das ist das Beeindruckende in der Schlacht. Es wurden 75 Titan-Schiffe der Klasse Titan zerstört. Das bedeutet, die letzte große Schlacht, zu der es kam, oder die größte in diesem Maße, hatte 12 zerstörte Titanen. Insgesamt, wenn man alle anderen Schiffe ebenfalls mitrechnet, werden die Schäden auf 11 Billionen ISK geschätzt, der Ingame-Währung. Umgerechnet in Echtgeld sind das ca. 300.000 bis 330.000 Dollar. Aber Vorsicht, das war nicht die Schlacht mit den meisten Spielern. Da ist eine andere der Rekordhalter, aber die mit den größten Schäden. Zur dritten Nachricht des Tages, die nicht mehr ganz brandaktuell ist, aber die euch trotzdem interessieren könnte, wer noch nicht davon gehört hat: der Xbox und Machinima-Skandal. Hier geht es darum, dass Microsoft mit allen Mitteln scheinbar versucht, die Xbox zu bewerben und hier einen Werbevertrag mit dem Machinima-Netzwerk geschlossen hat, zu dem sehr viele YouTuber gehören im Gaming-Bereich gerade. Oder nur im Gaming-Bereich eigentlich. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, diese Werbeverträge. Nur hat Microsoft und Machinima haben diesen Werbevertrag nicht öffentlich gemacht. Das bedeutet, nirgendwo im Video war ersichtlich, dass er besteht. Und nun kommt es, warum, der ganze Skandal. Der Werbevertrag besagte, dass mindestens 30 Sekunden in dem Video Xbox One Gameplay-Szenen zu sehen sein müssen. Weiterhin darf nichts Negatives über die Xbox geäußert werden. Und es muss mindestens einmal der Name erwähnt werden. Es darf nichts Negatives geäußert werden, das hört sich jetzt nach wenig an, aber im Endeffekt bedeutet es einfach, ihr sollt positiv über unsere Konsole reden und die Leute beeinflussen, sie zu kaufen. Wie gesagt, es wäre nur halb so schlimm, wenn es eben angeschrieben worden wäre an den Videos. Angeblich hätten die YouTuber pro 1000 Aufrufe 3 Dollar erhalten. Und nachdem dieser ganze Shitstorm über das Internet hinweggezogen war, gab es ein Statement, ein gemeinsames von Microsoft und Machinima, die es darin herunterspielten. Inzwischen hat aber Microsoft Machinima benachrichtigt und dazu veranlasst, unter jedes Video einen Disclaimer einzurichten, also eine Nachricht, dass dieses Video ein Werbevideo ist, dass es zu diesem Werbevertrag gehört und dass man hier nichts Negatives über die Xbox erfahren wird. So, dann kommen wir noch zur letzten Nachricht des Tages. Uplay tut etwas, was viele Spieler freuen dürfte, obwohl Uplay ja eher einen schlechten Ruf in der Gaming-Community hat als digitale Vertriebsplattform von Ubisoft, die oft Probleme hat. Ich habe auch keine guten Erfahrungen damit gemacht. Aber hier ist ein echt verlockendes Angebot, denn Uplay bietet die Elder Scrolls Online zur Vorbestellung an, in der Standard und Imperial Edition, und bei der Standard Edition bekommt man Assassin's Creed 3 kostenlos draufgelegt, während der Imperial Edition sogar Assassin's Creed 4 und 3 beide kostenlos dazugelegt werden. Wenn das kein gutes Angebot ist, ich werde mir sicher da überlegen, es zu kaufen, da ich eh vorhabe, Elder Scrolls zu kaufen. Aber ob Uplay das wert ist, das ist noch die Frage. Vielen Dank fürs Zuhören. Es freut mich, wenn ich euch informieren und unterhalten konnte. Und bis zum nächsten Mal.